Hey Leute und herzlich willkommen zu meinem letzten Video von 2013 und meinem ersten Video von 2014. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr, knallt euch ruhig die Köpfe ein, nein, Spaß, bleibt alle heil. Ja, ich hoffe, dass ihr gesund und munter bleibt und ja, das steht also auf meinem Zettel. Dann hoffe ich noch, dass ihr meine Videos weiterguckt. Ja, in Folge seht ihr dann einen Jahresrückblick, den ich zusammengeschnitten habe aus meinen Videos, die ich bisher aufgenommen habe, die ich schon hochgeladen habe. Und also was, ich hoffe, das ist ein wenig lustig für euch und ja, aber bevor ich dazu komme, möchte ich mich für das Jahr 2013 einfach nur bei euch bedanken. Ganz besonders möchte ich mich bedanken bei denen, die in meinen Videos mitgewirkt haben. Das wären dann zum Beispiel Alex, JustCross, also Alex aka Vinups22, JustCross kennt ja jeder, Simon, The Boss, Crazy, ist mein Designer und ja, hat auch schon in einem Video mitgemacht, das habe ich noch nicht hochgeladen. Wir nehmen, weil das nicht so gut war und da kommt Neues, naja. So, dann bei ganz Defender, also FaceXD, Glückspilz, ProGamer34 aka Hutch aka Danny, bei Lukas Q, Timefreezer, nochmal Alex, der ja auch im Clan war. Und ja, dann noch bei No4, das war nämlich mein allererster richtiger Pro-Clan, könnte man so sagen, die mich dann auch zu dem gemacht haben, was ich heute bin. Und da speziell 1122-3344 und 1122, boah, 13 oder so. Also diese ganzen Zahlen. Das war einfach nur eine mega geile Zeit. Dann noch genauso Toxic, woraus dann ein Defender entstanden ist. Einfach danke und Dank an dich, Slayer, dass du diesen Clan überhaupt aufgemacht hattest. Wir hatten sogar so ein recht gutes, ich sag mal, Verhältnis zueinander. Haben jetzt aber nicht mehr wirklich Kontakt. Ja, einfach danke, dass du Toxic aufgemacht hast, dass ich da rein durfte, dass die anderen da rein durften. Sonst hätte es nie Defender gegeben und ich hätte nie so eine geile Zeit im Brickfoss gehabt. Ja, dann möchte ich mich noch bei all meinen Abonnenten bedanken, natürlich bei euch. Vielen Dank, dass ihr mir treu geblieben seid, dass ihr jetzt schon 200, weiß ich nicht wie viele, über 250, finde ich einfach genial und ja, es ist einfach eine krasse Zeit gerade. Vor allem, wenn ich sehe, wie mein Kanal steigt. Ich gucke hier eben nochmal nach. 263 sind wir schon. Und es steigt bisher mit jedem Video. Und dafür einfach nur danke, Leute. Ihr seid so der Hammer, ne? Und zu guter Letzt möchte ich noch überhaupt meinen Gegnern danken, die bei mir mein Let's Plays mitgespielt haben. Die, wodurch ich eigentlich auch Klicks und Abonnenten gekriegt habe. Was ich ganz schön krass finde, als ich im 100-Abo-Special gegen Premium Pro gespielt habe, gegen Schabel 1, gegen 1122-3344, diese Klicks hatten unwahrscheinlich viele Aufrufe für mich. Und einfach danke, dass ihr 1-on-1 gegen mich gemacht habt. Achso, und zu guter Letzt noch danke an Pwned, dass sie mich einfach so gleich wieder aufgenommen haben, als ich wieder etwas aktiver geworden bin. Ihr seid auch einfach der geilste Clan zurzeit, so. Ja, dankeschön. So, dann wünsche ich euch viel Spaß bei einem Video. Ich habe jetzt ein bisschen viel gelabert. Und ja, lasst es euch gut gehen. Guten Rutsch ins neue Jahr. Und ja, ciao. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Brickfoss mit einem Spezialgast. Ich habe Mäuse, Bitches. Was geht ab? Heute mal Dual Commentary Let's Play. Nee, Let's Play mit den Äußerern. Ja. Oh, Otzer Level Up? Ja. Echt? Ja. Glückwunsch. Was Nahkampfattacke? Here we go. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren 101. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Brickfoss. Hey Leute und herzlich willkommen zu meiner Inventarvorstellung. Hey Leute und herzlich willkommen zurück in der Welt von Assassin's Creed. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Realm of the Mad God. Alex, heute das Thema spielen, hier genug.
Hi. Ja, leider ist auch nicht so. Jingle Bells, Jingle All the... Was war das? Hey Leute und herzlich willkommen zu einem Slender Let's Play mit einem Gast, der neben mir sitzt. Der Boss aus Breakfast mit I3O-SS, der Boss. Genau. Hört doch mal, lass doch mal die Kamera aus. Wer ist Tashlab auf Englisch? Lab? Keine Ahnung. Nee. Tashlab. Lass mal die Tashlab aus. Pocket Lab. Ja. Alter, hab ich mich erschrocken. Ich mich auch. Fuck.